Servus Jungs, ehrt mich wirklich sehr, dass ihr mit am Start seid. Heute zum neuen Video. Videotechnisch geht es heute mal um die Top 10 Hitters bzw. LR-Hitters in Dokkan Battle. Das Video wollte ich schon am Sonntag machen, wo die ganze Dokkan-Tierliste hier rauskam. Shoutout an Mobile Man, der die Liste erstellt hat und sie uns allen zur Verfügung gestellt hat im Reddit. Ich habe mir heute einfach mal gedacht, gehen wir mal ein bisschen drüber, schauen uns mal die ganzen Sachen an. Gerade thematechnisch Gorn und Goten mit den LR Super Saiyajin 4s. Damit ihr auch ein bisschen euch einschätzen könnt, wollt ihr nochmal für Gorn und Goten zusammen oder wollt ihr eventuell warten fürs Vierjährige? Vielleicht kann das dem einen oder anderen helfen bei der Entscheidung. Mir persönlich, da ist alle Hoffnung verloren. LR Gorn und Goten werde ich nie wieder reingehen, habe ich gehört. So, aber wir fangen jetzt erstmal an und schauen uns so ein bisschen das Format an. Also er nimmt das Format wieder auf, dass er die Top 10 Hitters nimmt. Er hat jetzt erstmal nur die LR Hitters released, weil bei den TUR-Versionen oder den normalen Dokkan Festival Units ist es schwer, alles in Betracht zu nehmen, weil die haben verdammt viele Teams und verdammt viele Units. Er muss wirklich aufpassen, dass er auch wirklich die richtigen Top Hitters rausnimmt, denn manche haben so ein kleines Gimmick und das erwähnt er hier auch. In dieser LR-Tierlist von den 10 stärksten Hittern sind auch Free-to-Play-LRs mit einbezogen. Und wir müssen bedenken, dass hier alle auf Free-to-Play-Level gerechnet werden. Früher war es ja so, dass die Free-to-Play-LRs in den TOR oder generell in den TOR-Versionen mit reingenommen wurden auf Rainbow, da sie halt Free-to-Play waren, also jeder hat sie bekommen. Ihr müsst jetzt betrachten, hier werden sie auch in der Liste auf Rainbow betrachtet, denn Rainbow Free-to-Play-LR ist leichter zu bekommen oder ist halt einfach Free-to-Play im Vergleich zu einem Samban LR. Und deshalb sind die Sambare LRs auf 55% Dupe-System und die Free-to-Play-LRs auf 100%. So viel zu dem Part der Tierliste. Er hat hier ganz normal einen Type-Average-Multiplier, das heißt, er ist nicht reingegangen und hat nur die Units gegen ihren Typen Vorteil benutzt, sondern hat einen groben Durchschnitt davon genommen. Manche Units haben Vorteile durch ihren Critical Hit in der Passive, zum Beispiel Physisch Trunks oder sowas, dazu kommen wir dann später noch. Er aber betrachtet hier auch die Free-Dupe-Ability, also ist die Unit int, dann bekommt sie Free Dodge, was wahrscheinlich nicht so vom Vorteil ist bei Free Dupe. Ist die Unit tagged, dann bekommt sie Crit und AGL Additional, hat er hier alles mit einberechnet. Diese Liste ist so betrachtet, nicht nach dem höchsten Attack Stat, sondern über mehrere Runden verteilt. Er hat hier 5 bis 6 Runden genommen, das sind 3 Runden, wo der Charakter jeweils drin ist. Gerade wenn Leute wie Gorn und Goten den Attack risen, entweder pro Super Attack oder pro Attack, den sie bekommen, oder Attack pro Runde, so besser gesagt. So wird es berechnet, 5 bis 6 Runden hat er hier als Vorlage genommen. Und was hat er sonst noch betrachtet? Ja, genau, es gibt keine Support Passives in dieser Calculation. Also Hulla wird nicht einbezogen, Thales wird nicht einbezogen und und. Braucht man auch schlussendlich nicht. Deswegen hüpfen wir jetzt am besten mal rein in die Top 10 Hardest Hitting Tier List von den LRs. Und hier sehen wir schon, die Gacha LR sind ohne Dupes kalkuliert und die Free-to-Play LRs mit 4 Dupes. Und Platz 10, cool, dass die Karte hier vorhanden ist, Blue Vegito, den Free-to-Play LR Blue Vegito. Starke Unit, immer noch einer meiner, ich würde sagen, doch, ist wahrscheinlich mein Lieblings-Free-to-Play LR. Vor allem auch durch das Super Battle Road hat er jedem ausgeholfen. Und er hat auch Battlefield jedem ausgeholfen. Über die Karte kann man echt nicht meckern. Gerade ich habe sowieso keinen Super Saiyan 4 Goku, deswegen, die Karte hat mir einfach ausgeholfen wie sonst was. Er wurde hier betrachtet im Potara-Team. 100% Uptime hat seinen Super Saiyan Link, das sind 10%, und Power Bestow bei Gott ist ein Flat Attack Bonus. Und er bekommt zu 75%, indem er in den Runden drin ist, seine 18 Ki. 3,1 Millionen Average Attack, ein guter Attack-Wert. Und seine Defense 126, das ist extrem gut. Die Defense, er stackt sie ja auf der Super Attack. Und ich glaube, die Defense macht ihn overall besser, als wenn man nur den Attack-Stat betrachtet. Also sollte man. Wie gesagt, das ist nur eine Attack-Liste von den LRs. Also da wird nicht die Unit overall betrachtet. Hier haben wir Super Saiyan 3 Goku auf Platz 9. Free Dupe Level kalkuliert, hat aber die 5 Crit drin. Im Super Saiyan 3 Team, 170% Leader Team. Er hat Super Saiyan Veteran Warrior, English Main, Limit Breaking Form, 100% sind immer ab und Kamehameha 66%. Kamehameha ist jetzt nicht der allerbeste Link, will ich mal so sagen. Er bekommt seine 18 Ki Super 85
in 85% der Fälle, also sogar noch mehr als Ella Vegito Blue, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass Ella Vegito Blue recht häufig die 18 Key bekommt. Und wenn ihr gerade in schwierigen Modi seid, dann wollt ihr nicht mal die 18 Key. Meistens dadurch, dass ihr sie halt stacken könnt auf der 12 Key. Ella Super Saiyan 3 Goku. Defense nur 34.000, weil er sich einen Debuff gibt in der Passive drinne. Also ganz normal. Average Attack 3,3 Millionen. Ein bisschen über Ella Vegito Blue. Ist okay, ist nice. Dann haben wir auf Platz Nummer 8 Metal Cooler Army. Metal Cooler Army, ich meine, ja, jetzt so langsam, seit dem letzten Battlefield müssten die meisten ihn auf Rainbow haben. Oder vielleicht mit diesem Battlefield, was jetzt kommt. Ich denke, jeder hat sie schon mal gespielt. Bei mir ist das Problem, ich spiele die Teams nicht so oft, wo er drin ist. Und wenn ich die Teams spiele, dann meistens ohne Metal Cooler. Auch wenn die Karte sehr, sehr stark ist. Wir sehen Average Attack 3,6 Millionen. Ist hier berechnet worden in Movie Bosses 170%. Nightmare ist immer 100% aktiv. Big Bad Bosses 26% Uptime. Ist klar, man kommt meistens nicht unter diese 80% Leben. Trotzdem sehr, sehr nice. Er wird in der Rotation gehalten mit dem Metal Cooler. Mit diesem Unfeatured, also den GSSR Metal Cooler, den man aus dem GSSR Pool rausholen kann. Die Rotation an sich ist stark. Die Unit ist sehr, sehr stark. Der normale In-Cooler macht dann halt nicht so viel. Jetzt kommen wir zu Super Saiyan Trunks auf Platz Nummer 7. Und das hat mich echt überrascht, dass physisch Trunks so weit oben ist. Aber wenn man das genauer überlegt, dann weiß man eigentlich, warum es so ist. Hier wird Vegetas Lineage Team betrachtet: 170% Attack, Defense und HP. Ne? Er hat 100% immer Super Saiyan aktiv, sind die 10% Attack Link und Legendary Power 33%, was okay ist. Kommt halt zustande, dass ein Super Saiyan 4 Vegeta LR Off-Rotation ist und dadurch kriegt man die 33% Uptime von Legendary Power. Seine Rotation ist Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma, macht einfach wahrscheinlich auch den meisten Schaden, triggert die meisten brauchbaren Links, gerade auch was Key Links betrifft. Man könnte ihn auch, also was oft in der Diskussion war, die Betrachtung, dass man den physischen Easy A Trunks mit ihm in die Rotation nimmt, denn die hitten auch ordentlich rein zusammen. Vor allem kriegt er dann noch ein Passive. Aber ihr müsst bedenken, in dieser Calculation habe ich ja schon gesagt, Support Passives werden nicht betrachtet. Und da Support Passives nicht betrachtet werden, ist eventuell der physisch Trunks auch raus hier als Partner. Deswegen haben sie hier wahrscheinlich Vegeta und Bulma genommen. Übrigens, Trunks hier hat ein Crit eingebaut. Schauen wir uns mal kurz an. Und zwar, er hat eine hohe Chance, einen Critical Hit zu performen. Und deshalb ist er auch so hoch. Ihr müsst bedenken, die ganzen Freedupe-Units hier, die haben entweder Additional oder die haben Crit oder die haben Dodge, sowas in der Art. Aber Trunks hat Additional und Crit. Und das macht ihn deswegen so gut hier in der Tierlist. Deswegen hittet er so viel. Er kommt auf 3,71 Millionen Schaden. Sehr, sehr stark. Und eine Average Defense von 82.000. So, noch so eine Unit auf Platz 6, die mich überrascht hat. Und zwar Goku Narade. Die neue Unit, die wir erst bekommen haben im Global. Geile Unit an sich. Wir in Global müssen noch warten bis zur Childhood Saga, damit wir ihr volles Potenzial auskosten können, denn hier wird sie auch kalkuliert in der Childhood Saga. Wir bekommen eventuell die Childhood Saga mit dem nächsten Dokkan Festival, nämlich Fisting Goku. Da bin ich mal gespannt drauf. Wird wahrscheinlich auch eventuell da gerechnet wegen den Linking Partner. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass sie in Dragon Ball Seekers Kategorie ausrechnen hätten können. Aber ja. Sie wird auch betrachtet auf dem Rainbow Level. Deswegen müsst ihr immer bedenken, die Units sind so weit oben, weil sie Rainbow sind, weil sie Crits drin haben, weil sie Additional drin haben. Und das macht die Units so stark. Autumn, the Keylinks will be active. Goku in Arale. Ops changing. Key boosting passive system an average of 22 Key. They gain an average of 3,5 Rainbow Orbs. Ja. Das bedeutet, die Unit ist ziemlich selbstversorgend, habt ihr wahrscheinlich schon rausgefunden, gerade wenn ihr die Unit selber spielt. Ihr kriegt sehr, sehr viel Keys durch die Rainbow Orbs. Und wenn ihr sie in zum Beispiel Movie Heroes oder so spielt und einen Tech Godku dabei habt oder ihr habt einen Goten dabei, immer ein Fleek. Dann haben wir Average Attack 3,9 Millionen, 200.000 mehr als der physische Trunks, sehr, sehr stark und eine 65.000 Defense, zwar nicht so hoch, plus 30% Damage Reduction, wenn die Karte im ersten Slot ist, beziehungsweise der erste Attacker ist. Jetzt gehen wir weiter, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Auf Platz Nummer 5, Super Saiyan 4 Vegeta. Ella Vegeta kommt jetzt bald in Global raus. Deswegen ist schon mal schön, so einen kleinen
einen kleinen Blick, Überblick zu haben über die Karte. Wir schauen uns kurz hier mal das Team an. Team Pure Saints Team, 150%. Als ich mir zuerst am Sonntagabend diese Liste angeschaut habe, da wurde ich ein bisschen stutzig und habe mir überlegt, warum eigentlich Pure Saints? Warum nicht in Vegeta's Lineage Team? Klar, wir können im Pure Saiyans Team Ella Super Saiyan 4 Vegeta und Ella Super Saiyan 4 Goku zusammenspielen. Die Rotation ohne Frage, die ist stärker als die Rotation im Vegeta's Lineage Team, da können wir uns sicher sein. In seinem 170% Team könnt ihr ihn mit. Wir schauen uns einfach mal kurz hier das Ganze an. Ich habe ihn jetzt nicht offen, die Karte an sich, aber ich habe hier mal Dokkan Battle Builder offen. Wir kriegen 6, also fast alle Links durch LR Goku, Super Saiyan 4 Goku. Ist ein 50% Attack Buff, soweit ich weiß. Ja, 50% Attack Buff. Aber ihr könnt ihn in Vegetas Lineage Team auch mit dem SDR Goku zusammenlinken. Das würde auch funktionieren. Ihr würdet 5 Keylinks teilen, also Saiyan Raw wäre auch mit dabei und hättet auch 50% Attack Buff. Dazu kommt, ihr könnt in beiden Teams Vegetas Lineage spielen. Sowohl im Pure Saiyans Team als auch im Vegeta's Lineage Team. Also ich sage euch kurz den Unterschied, wenn man nur die Gokus betrachtet. Wenn man ihn entweder mit LR Goku spielt oder mit SDR Goku und die jeweils anderen Teams. Im Pure Saiyans Team mit LR Super Saiyan 4 Goku kommt er auf ca. 3,1 Millionen. Ich habe jetzt einfach mal die 24 Ki genommen mit 200 Ki Multiplier, grob ausgerechnet, auf Free Dupe. Da kam er bei mir auf 3,1 Millionen. Jetzt nur als höchsten Attack-Stat. Ihr müsst bedenken, es ist nur der höchste Attack-Stat, das ist nicht der durchschnittliche Attack-Stat. Denn beim durchschnittlichen Attack-Stat komme ich gleich drauf, was das Gimmick ist. Mit STR Goku im Vegetas Lineage Team, also mit 170% Attack Buff als Friend und als Eigenlead, kommt ihr insgesamt auf 3,3 Millionen. Also ist nicht so viel Unterschied, obwohl der Leader Buff insgesamt 40% mehr Attack sind. Legendary Power macht da doch ein bisschen was aus, eventuell. Also man sieht schon, die Differenz ist nicht so hoch. Ich dachte, die Differenz fällt höher aus insgesamt. Aber was der ausschlaggebende Punkt ist, ihr müsst überlegen, im Pure Saiyans Team habt ihr zweimal Transforming Vegeta im Team. Das bedeutet, Saiyan Bright kann noch getriggert werden. Das ist der einzige Linkskill, dem LR Super Saiyan 4 Vegeta mit LR Super Saiyan 4 Goku fehlt. Und dieser wird dann 66% der Zeit, wo die Unit reinkommt, Super Saiyan 4 Vegeta drin ist, getriggert. Habt ihr aber Vegetas Lineage Team, dann sind es nur 33%, wo Saiyan Bright getriggert wird, weil er nur einmal vorkommen kann im Team. Ich denke, somit ist auch das Team zustande gekommen in Pure Saiyans, einfach damit Saiyan Bright häufigere Uptime hat. Ja, 66,66 hat er aufgerundet. Pure Saiyan gives him a lower buff than his own leader skill, performs better because he stays linked with access to the Saiyan Bright Link, courtesy of. Ja, genau, das. Ihr bekommt häufiger nämlich den Saiyan Bright Link active. Der durchschnittliche Vegetas Attack Buff sind 40%, höchste sind meistens, also das höchste ist 80%, was er erreichen kann. Und ja, Average Defense ist sehr, sehr hoch, 150.000, sehr, sehr starke Unit, 4 Millionen Schaden als Average Attack, sehr, sehr brutal. Dann gehen wir weiter. Jetzt kommt ein Riesen-Jump, ein immensionaler Jump, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Super Saiyan 4 Goku auf Platz Nummer 4. Ja, Gokus Family 170%, hier wird er hier kalkuliert, denn ihr habt Full Power Goku. Und der triggert alle Links. Da gibt es nicht so einen Zusatz wie Saint Bright oder so, was so viel Schaden noch ausmacht. Dann haben wir hier Links Considerate ist einmal Super Saiyan. Dann haben wir einmal Fierce Battle. Warum er immer dieses SFB vorne dran macht, dieses S vorne dran, weil japanische Sprache heißt es Super Fierce Battle. Deswegen ist dieses S hier vorne dran. Dann haben wir Saiyan Raw, 100% Uptime, 25% Attack Buff. Ja, ich liebe die Rotation mit Full Power Goku und LR Super Saiyan 4 Goku. Ich hoffe, ein Global wird mir der Banner gönnen und ich ziehe die Karte irgendwie. Super Saiyan 4 Goku, es kommt das heißt, all his important Attack Links. Yep, mit Full Power Goku. Average Ki ist 22 und genau das kommt zustande durch diese Rainbow Orbs und AGL Orbs, wo er sich selbst versorgen, Ki gibt, sehr, sehr viel Ki. Er kommt auf einen Average Attack von 4,9 Millionen, 900.000 Schaden mehr als Vegeta. Das ist schon ordentlich. Seine Defense ist dafür auch ein bisschen arg lower, also 60.000 fast in dem Dreh. Das könnte man vielleicht betrachten, die eine Unit ist mehr Defense-technisch und die andere Unit macht halt immens viel Schaden. Aber jetzt kommt mein Punkt. Wir sehen hier Gohan und Goten. Jungs, jeder, der Gohan und Goten hat, freut sich jetzt auf Platz 3 der Hardest Hitting LRs. Er wird kalkuliert in Sibling Bonds Kategorie. Da
natürlich seine eigene Kategorie mit Key plus 470% auf Attack. Die Karte, ich könnte mal schätzen, die kommt höher insgesamt im Attack-Set durch die ganzen Supporter in der Rotation. Denn wir sehen hier schon links Considered Active Super Fierce Battle 83% nur Uptime. Super, also Fierce Battle ist, spielt jetzt nicht so die große Rolle. Trotzdem 83%. Dann Super Saiyan 100% Uptime und Blazing Battle 67% Uptime. Das bedeutet, physisch Gohan wird hier nicht in einer Rotation gehalten. Und der ganz einfache Grund ist, in dieser Calculation hat er nicht die Support-Pässe von Gohan, diese 40% mitkalkuliert. Deswegen werden wir ihn auch hier auf Rotation setzen. Und so kommt das zustande. Ich meine, er hätte ihn auch mit Super Saiyan Goten zusammenspielen können, dann wird er auch immer Blazing Battle bekommen. Ich frage mich genau, mit welcher Karte Gohan und Goten gelinkt wurde. Das würde ich gerne mal wissen vom Mobile Man. Wir sehen hier weiter. Wir sehen, Gohan und Goten haben einen Average von 21 Ki durch die hohen Supporter-Units. Hier wird nicht der Attack-Buff von den Supporter-Units genommen, aber die Ki werden trotzdem genommen. Deswegen hat er so eine hohe Anzahl an Ki. Nur er hat halt nicht die Attack mit dazu gerechnet. Dazu kommen noch die Orb-Changer, zum Beispiel Goten, Family Kamehameha Goten, STR, eine Lieblingsunit. Eine von meinen Lieblingsunits. Dann haben wir hier den normalen Average Buff, den er zusätzlich durch seine Passive bekommt. Also er hat ja den normalen Grundwert. Das sind die Attack and Defense 58% und dann kommen nochmal die 32 hier oben drauf. In dem Free-Dupe-Level wird Gohan und Goten eh spätestens in der 5. bis 6. Runde Super, also sein Active-Skill aktivieren können. Was für mich sehr, sehr plausibel klingt, denn ihr müsst überlegen, ihr habt meistens nicht Rainbow Supporter mit dabei im Team, meistens sind es ganz normale Supporter und Supporter kriegen sehr, sehr viel Schaden. Dazu kommt noch, er ist nur im Free-Dupe-Level, Ella Gohan und Goten. Und dann denke ich, dass man ordentlich schafft, gerade wenn ihr gegen so ein Event wie Mastered Ultra Instinct Goku oder sowas spielt, da kriegt ihr den Active Skill schon gut ab, würde ich mal so behaupten, in der 5. oder 6. Runde. Deswegen für mich plausibel, ist zwar trotzdem schwer zu triggern durch die Restriction, aber macht für mich Sinn, so wie es berechnet hat. Er kommt auf 4,9 Millionen Schaden im durchschnittlichen Attack und 91.000 Death. Wir sehen schon 6.000 Schaden mehr als LR Super Saiyan 4 Goku. Ist echt brutal an sich, hat 7.000 Defense auch weniger. Ihr müsst jetzt aber so betrachten. Wenn ich sagen würde, welche Unit für mich cooler wäre und welche Unit für mich besser ist, es kommt, glaube ich, auf den persönlichen Charakter an. Es ist nur meine Meinung. Es gibt viele, die würden Gohan und Goten, Ella Super Saiyan 4 Goku bevorzugen. Das Ki ist niemals so ein großes Problem, wie man am Anfang gedacht hat. Einfach auch durch Sibling-Spawns-Kategorie, die Ki plus 4. Das ist einfach wie ein ganz normaler Link-Skill. Ein Ki plus 2 Links, wie prepared for battle. Ihr kriegt halt einfach insgesamt auch 2 Ki mehr. Die Sache ist, weswegen ich eventuell Ella Super Saiyan 4 Goku ein bisschen bevorzugen würde vor Gohan und Goten, wenn ich mir eine generelle Tierlist machen müsste. Wahrscheinlich Active Skill, Thema Nummer 1. Thema Nummer 2, Team Building. Ihr müsst nicht ein Team bauen um Super Saiyan 4 Goku. Ihr baut ein Team, wie ihr haben wollt. Und Super Saiyan 4 Goku, er kommt eh immer aus seine Ki, also das ist schnurzegal. Andere Sache, er hat nicht so viel Kategorie-Teams. Pure Saiyan, Shadow Dragon Saga, Goku's Family. Meistens habt ihr eine Rotation mit einem Super Saiyan 4 und das macht verdammt viel Schaden. Hier haben wir Gohan und Goten. Er hat extrem viele Kategorien. Und die ein oder andere Kategorie, da ist er eventuell nicht das Beste drin. Gerade sowas, was Full Power oder Joint Forces eventuell angeht. Ihr müsst bedenken, hier hat er nicht die Ki plus 4 durch den Leader Skill und hier hat er keinen Gohan drin als Buddy und hier hat er keinen Goten drin als Orb Changer. Der hat da keine Bulla drin in Full Power und Joint Forces. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Das wird eventuell den Value vielleicht für mich ein bisschen senken, aber sagen wir mal ehrlich, man kann genauso gut Gohan und Goten vor Goku setzen. Würde mich mal auf jeden Fall über eure Meinung interessieren, was ihr davon hält. Welche Karte findet ihr besser? Ich glaube, den meisten machen Gohan und Goten mehr Spaß. Ist einfach ein cooles Gimmick, die Unit ist nice. Gehen wir weiter zu Goku und Freezer, Platz Nummer 2. Universe 7 Kategorie betrachtet, ja, er hält immer noch seinen Platz weit, weit oben. Seine Links, die betrachtet werden, sind wieder Fierce Battle 83%, Super Saiyan 100% Uptime und Veteran. Warrior 50% Uptime. Ja, Ella Goku und Freezer kann ich nicht viel sagen. Und Universe 7 Team, Goku Freezer gegen Average of 22 Ki, ja, kommt gut hin. Vor allem, wenn ihr gute Units mit dabei habt, wie Tech, C18, ihr habt sehr viele Supporter.
auch noch mit dabei. Die Unit ist sehr, sehr gut. Oder ihr spielt die mit Tek Tien. Tek Tien ist ja auch ein sehr, sehr guter Supporter. Sein bester Linking-Partner. All of the last 10 Dokkan Events launched across both versions on Phase of Endos Heights or Moon to attack given 95% Uptime. Okay. Ich sehe hier die Berechnung. 77% Attack Buff ist ja in seiner Passive beinhaltet, wenn er die Attack lauert von dem Gegner. Und dieses 95% ab, weil er hier wahrscheinlich betrachtet wird in der Tien-Kombination. Und Tien lowert ja den Attack, wenn er supert. Er kommt auf einen Average Attack von 5 Millionen. Ein kleines bisschen mehr als LR Gohan und Goten und ein kleines bisschen mehr als Super Saiyan 4 Goku. Super cool, dass diese Karte langsam eingeholt wird von den guten Dokkan Festival Units. Aber immer noch iconic, diese Pose. Iconic. Und wir gehen zu Platz Nummer 1. Caulifla und Kale. Kale, der wird mir ganz warm ums Herz. Caulifla könnten wir eventuell ein bisschen streichen, Lul. Nee, schon gut, aber Kale ist halt einfach einer meiner Lieblingscharaktere. Vor allem, wenn sie jetzt nicht gerade hier diese Form hat, mit diesen Muskeln, da stehe ich eventuell nicht drauf. Aber wenn sie ihre schüchterne Art hat, dann bin ich voller Fan. Und so wurde eh über die letzten Monate eingebläut, sie ist die beste Unit im Game. Ich will die Karte einfach nur wegen Kale haben, habe ich von Anfang an gesagt. Und wir sehen, die Karte ist zu busted. 5,6 Millionen Schaden, 600.000 Schaden mehr als Goku und Freezer, das ist echt heftig. Wir schauen uns kurz an, wo sie betrachtet wird im Joint Forces Team. Wir wissen, warum sie dort betrachtet wird, weil ihr einfach die TOR-Version mit ihr spielen könnt und die SSR-Version. Denn der Attack Buff von der Passive ist einfach höher als die 170% von einem anderen Team. Ihr müsst ja bedenken, ihre Passive stackt sich ja ganz, ganz komisch. Ist mehr so wie gefühlt ein Bug anstatt was anderes. Von mir aus hätten sie es auch ganz normal machen können. Hätten sie nämlich nicht diese stackbare Passive gemacht, hätte Kale und Caulifla trotzdem 4 Millionen Schaden gehittet pro 18 Ki Super. Und Dodge und normal stackbare, das wäre für mich völlig fein. Aber schaut euch mal einfach an, wie busted die Karte geworden ist. 5,6 Millionen Average Attack, 115.000 Defense, Average Defense, mehr als Super Saiyan 4 Goku und Gohan und Goten. Und dazu hat sie noch eine 34% Dodge Rate durchschnittlich als Average genommen. Also, sie hat natürlich mehr insgesamt. Was soll ich sagen? Hier sagt er es, 226% Attack Buff, wenn man betrachtet, dass das ganze Team oder ihre ganze Passive sich stackt und das Team nach ihr gebaut ist, ist es einfach zu krank. Mein Traum ist immer noch, das Team zu haben, Pure Saiyans Team. Dann habe ich hier den Tag Broly und habe Kale und Caulifla. Und als andere Rotation habe ich LR Super Saiyan 4 Goku und LR Super Saiyan 4 Vegeta. Das wäre so, das ist mein Top-Ziel, wie ich das Team machen will. Das habe ich schon ewig in meiner Fantasie. Nur jetzt kann ich den STR Broly endlich mit dem Tag Broly in meiner Fantasie austauschen. So viel zu dem Video. Wir waren ziemlich lang jetzt am Reden über die Tierlist. Ich hoffe, ich konnte euch eventuell was sagen, was vielleicht euch neu in den Ohren ist. Eventuell wusstet ihr schon alles, kann gut möglich sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr gerne noch sehen würdet, was ihr noch gerne sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao, ciao und haut rein.